Gestern hat die traditionelle Plakettenvernissage im Hof vom Schloss Prattler stattgefunden. Prattler, Pfeifer und Trommler sind bei fast völliger Dunkelheit einmarschiert. Das ist eigentlich nicht üblich und hat darum bereits Ahnungen bezüglich dem Sujet 2014 aufkommen lassen. Ziemlich nervig war der Lichtmangel auch für den Kameramann, der schliesslich völlig zum Tritt ausgefallen ist. In seiner denkwürdigen Laudatio hat Emanuel Wyss nicht nur einige kritische Punkte von der Prattler Fasnacht aufs Korn genommen, sondern hat auch auf die zunehmende Tendenz von kulturellen Nachtanlässen hingewiesen. Wo der Hampe Meier, der Obmann vom Komitee, das Zeichen für den Trommelwirbel zur Enthüllung der Plakette gegeben hat, hat sich dann auch die Überraschung im Rahmen gehalten. Sujet 2014 heisst, Prattler ist nachtaktiv. Einmal mehr ist das Sujet und Plakette von der Plakettenkünstlerin und Grafikerin Alexandra Lerch kreiert worden. Darf ich wünschen, Alexandra Lerch zu mir bitten? Alexandra, danke vielmals für die wunderschöne Plakette. Es ist freut, dass wir wieder so einen Wert präsentieren an der Brandenfasnacht. Und wir werden sicher mit der ganzen Umgebung Neider haben und wieder sagen, das Brandenfasnacht haben sie wieder eine super Plakette. Danke vielmals. Die Alexandra hat uns dann auch noch verraten, wie sie auf die Idee zu dem Sujet gekommen ist. Ja, also ich war an der Falternacht dabei gewesen, im Sommer vor einem Jahr, habe das total lässig gefunden. Und das Jahr darauf ist ja dann die Musiknacht stattgefunden, wo mein Vater mitgesungen hat. Und der hat es bei mir gerade Klick gemacht. Und es gibt wieder noch andere Nachtveranstaltungen und das ist dann für mich das Motto gewesen. Und seit dem April letztes Jahr sind mein Mann und ich auch besonders nachtaktiv, wegen dem Linus. Und das ist dann eigentlich, so ist dann das Motto entstanden. Beruhigend an dieser Vernissage war, dass Prattler Pfeifer und Trommler ihr Abschlussstück dann doch noch bei hellem Licht gespielt haben, was darauf hinweist, dass es auch in Zukunft in der Gemeinde Prattlen noch leichte Momente geben wird. Sei das jetzt wie es will, ganz Prattlen ist gespannt auf die Umsetzung von dem Sujet an der Fasnacht.